Unserer Forschung geht es um die Untersuchung wirtschaftlicher Phänomene aus dem Blickwinkel der Soziologie. Wirtschaftliche Strukturen und Prozesse werden dabei von uns in ihrer Verbindung zu sozialen, politischen und kulturellen Kontexten untersucht. Dabei geht es in der Wirtschaftssoziologie nicht nur um das genaue Verstehen der Ursachen von sozialer Ungleichheit, sondern auch darum, was dies konkret etwa für das Leben der Menschen in stagnierenden Regionen bedeutet und welche politischen Folgen dies nach sich zieht. Es gibt insofern ein Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, dessen Untersuchung nicht nur wissenschaftlich bedeutsam ist, sondern von dessen Austarieren auch die Stabilität unserer sozialen Ordnung abhängt. Meine Damen und Herren, Herr Beckert gehört zu jenen Denkern, die in exemplarischer Weise Fragestellungen unterschiedlicher Disziplinen aufeinander beziehen, insbesondere der Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie. Verhilft er zu einem neuen, äußerst ertragreichen Bezug aufeinander. Und vielleicht haben manche gemerkt, dass sie selbst das gerade beschrieben haben mit einer Formel, die, naja, Max Weber jedenfalls doch indirekt aufruft, Wirtschaft und Gesellschaft. Dass sich ein Teil der Wirtschaftswissenschaften mit dem isolierten Ansatz beim angeblich stets rational agierenden und präferenzenbildenden Homo economicus in eine womöglich nicht unproblematische Lage manövriert hat, das ist in der Öffentlichkeit ja spätestens seit der Finanzkrise 2008 diskutiert worden. Nobelpreisträger des Faches forderten seitdem auch die Animal Spirits menschlichen Handelns zu berücksichtigen. Die Einsicht, dass wirtschaftliches Handeln in weiteste gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet ist, kam für Herrn Beckert, diese Einsicht kam für Herrn Beckert allerdings keineswegs überraschend. Er hat von Anfang an beides studiert, Soziologie und Betriebswirtschaft, erstmals systematisch entfaltet, hat er, der gebürtige Frankfurter, diesen Zusammenhang in seiner Dissertation »Die Grenzen des Marktes« 1996, mehr als 10 Jahre bevor die Krise der Finanzwirtschaft die Wirtschaftswissenschaften selbst zu solcher Grundlagenreflexion nötigte. An dieses herausragende Erstlingswerk schlossen sich für Herrn Beckert ein Gastaufenthalt an der Harvard University an, eine einjährige Tätigkeit als Associate Professor in Bremen und 2003 die Habilitation in Berlin. Unverdientes Vermögen heißt der Titel der Habilitation und sie stellt eine konsequente Weiterentwicklung des eingeschlagenen Weges dar. Im Grenzgebiet von vergleichender Soziologie und Rechtswissenschaft erschließt er darin Unterschiede des Erbrechts, also der Verteilung unverdienten Vermögens und den Zusammenhang zwischen rechtlichen Regeln auf der einen Seite und sozialen Vorstellungen über familiären Zusammenhalt auf der anderen Seite. Herr Beckert wurde anschließend nach Göttingen berufen, wo er von 2003 bis 2005 die Professur für Gesellschaftstheorie innehatte. Seit 2005 ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. In seinem jüngsten Buch Imagined Futures, Fictional Expectations and Capitalist Dynamics von 2016 zeigt Herr Beckert, wie verschiedene Vorstellungen über die Zukunft, wie sie sozial koordiniert werden und wie sie es dergestalt ermöglichen,
mit der Ungewissheit unserer Gegenwart umgehen zu können. Ich freue mich sehr, verehrter Herr Beckert, Ihnen Anerkennung Ihrer wegweisenden, Ihrer vorausahnenden, vorausschauenden Forschungsarbeiten und in der Hoffnung auf eine lange Folge von weiteren solchen Büchern heute den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft überreichen zu dürfen. Bitte schön. Einmal den höchst individuellen Text vor. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft verleiht Herrn Jens Beckert in Würdigung seiner hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen zur Förderung seiner zukünftigen Arbeiten den Förderpreis für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland im Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft Berlin den 19. März 2018. Pro Stern. Jetzt der Ausdruck.